Stromausfall nach schwerem Unfall in Dresden. Am späten Donnerstagabend kracht ein Mercedes-Fahrer auf der Wurkwitzer Straße in eine Umspannstation. Laut Polizei verliert der Mann aufgrund erhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er durchbricht den Zaun, zerstört dabei die Technik des Trafohäuschens. Die Folge: etliche Haushalte im Stadtteil Hölzchen werden vom Stromnetz getrennt. Die Feuerwehr richtet eine Notversorgung ein. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin bleiben unverletzt. Ein erster Test auf Drogen und Alkohol verlief beim Fahrer negativ.